Wir gleich mal an hier auf der Geraden, geht's gleich rein in die Fahrzeuge. Wir sind gespannt, wer als erstes ausscheidet, wer als erstes nicht mehr mit dabei ist. Die Startnummer 277 von den Green Angels scheint schon draußen zu sein, bewegt sich nicht mehr hier vorne mit dem Gefährt. Also, es ist nochmal Feuer drin im Hexenkessel von Grimmel. Diamant und völlig durchsinnen, die Trägerleber sind unterwegs mit dem Kessel. Sie kämpfen hier und schubsen und hoffen, dass sie noch den einen oder anderen herausschieben können. Das Cardio Racing Team greift die Trägerleber noch einmal an. Und da geht es rauf auf Heck der Trägerleber. Zwölf Probleme mit dem Motor, genauso wie bei den Green Angels. Beide verlassen das Fahrzeug. Damit sind schon mal zwei draußen, nicht mehr mit dabei. Aber sind es am Ende wirklich die Trägerleber, die das Ding wieder für sich entscheiden, die am Ende gewinnen? Das ist die große Frage. Also es wird noch einmal gekämpft. Von den Devils ausgeschieden, Green Angels ausgeschieden. Die Kajos mit einem schnellen Fahrzeug dabei, mit der Startnummer 110. Da gibt es den nächsten Angriff von den Trägerlebern dort hinten in der Kurve. Aber er wird ausgebremst. Der Wagen der Trägerleber wird ausgebremst. Auch in der freien Klassekurve zwei Fahrzeuge scheinbar in einer Verkeilung dort hinten. Demolition Darks und der zweite Wagen der Trägerleber. Können die sich noch einmal wieder befreien? Demolition Darks kommt noch einmal wieder zurück auf die Strecke. Und die Kajos versuchen sie noch einmal zur Seite zu rücken. Marco Niemann mit der Startnummer 110 mit dem getunten Trabant ist noch dabei. Der Wagen von den Trägerlebern ist scheinbar draußen, sitzt fest dort hinten im Erdwall, kann sich nicht mehr bewegen. Dafür müsste er jetzt schon einen kräftigen Anstoß kriegen, dass er sich wieder befreien könnte, dass er wieder rauskommt aus dem Erdwall. Vielleicht greift ihn ja sein Teamkollege an, wer weiß das schon. Die Kajos ziehen hier locker ihre Bahn, ebenso Demolition Darks. Ich bin gespannt. Und der Teamkollege winkt ihn her, aber das wird natürlich nicht gesehen. Er wäre so gerne angestoßen worden, damit er sich vielleicht aus dem Erdhügel wieder befreien kann. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Jetzt die Gremlins, die Kajos noch einmal mit Angriff von hinten. Da geht er auf zwei Rädern, der Wagen von Demolition Darks. Aber es reicht nicht zum Umkippeln. Es reicht nicht zum Umkippeln für Demolition Darks. Wer greift als nächstes an? Auch der zweite Wagen der Trägerleber scheint dort hinten zu stehen. Leiter zieht das Rennen zusammen. Die Kajos mit dabei. Die 529 Demolition Darks mit dabei. Und die Trägerleber auch noch mit dabei in diesem Lauf.